Punkt für Thomas in einem denkbar knappen Match. Am Ende gewinnt sein Gegner Christoph mit 10:6. Im Special Olympics Tenniscamp beim BASF Tennis Club in Ludwigshafen verbessern Menschen mit und ohne Behinderung für eine Woche lang ihre Tennisfähigkeiten. Wir bemühen uns um inklusives Camp. Es ist leider so, dass wir hauptsächlich Teilnehmer haben mit Einschränkungen. Wir haben aber auch schon langjährige Tennisspieler von Special Olympics, die zum Teil schon seit 15, 20 Jahren Tennis spielen und sehr gut sind. Und wir haben jetzt erstmalig auch vier Spieler ohne Behinderung, die mitmachen, dem ganzen inklusiven Charakter geben. Inklusion ist das Stichwort. Schon zum 5. Mal findet das Special Olympics Tennis Camp statt. Ziel ist es, Tennisfans mit und ohne Behinderung auf dem Platz zusammenzubringen. Dabei ist völlig egal, ob jeder Ball übers Netz kommt oder wie häufig die Spieler schon einen Schläger in der Hand hatten. Der Spaß steht im Vordergrund. Ich fühle mich wohl hier, ich bin hier Mitglied. Und ich freue mich, wenn ich die Freunde von Special Olympics wieder sehe und die hier herzlich willkommen sind. Am meisten macht mir hier Spaß, hier mit Klaus zu spielen und zu trainieren. Was jetzt besser geworden ist, ist meine Vorhand. An der muss ich noch ein bisschen was arbeiten, aber ich bin zufrieden. Auch mit der Rückhand klappt. Zusammen mit seinem Vater kommt Thomas sogar extra aus Münster angereist, um das Tenniscamp nicht zu verpassen. Inklusion klappt nämlich noch nicht überall so gut. Bei uns in Münster im Verein, die Leute haben 10 Jahre mit Thomas nicht gespielt, hat sich keiner breit erklärt. Jetzt so langsam kommt es. Also da sind die hier ein bisschen weiter. Ne? Also das ist erfreulich und ich hoffe, dass das irgendwann mal ganz ausstrahlt. Jetzt Berlin war ja so eine kleine Ausstrahlung, hoffentlich hält das. Durch die Special Olympics World Games in Berlin haben die Athleten zumindest für einen gewissen Zeitraum mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das Tenniscamp in Ludwigshafen soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. In diesem Jahr haben rund 30 Teilnehmer das Angebot wahrgenommen. Wir können das gerne ein bisschen ausweitern, also da hätten wir noch Luft und Platz. Und vor allem auch Menschen ohne Beeinträchtigung, dass die sich darauf einlassen, mal mit Menschen mit einer Behinderung zusammen auf dem Tennisplatz zu stehen und das zu erleben und zu sehen, wie schön Inklusion eigentlich sein kann. Inklusion im Sport bleibt weiterhin ein wichtiges Thema. Und dass Thomas und Christoph auf dem Platz echte sportliche Herausforderungen sind, steht außer Frage. Ja! Danke, Ball.